Hey ho, meine Lieben, heute machen wir wieder mal was Leichtes. Und zwar ein Kartoffelgratin und dazu Hähnchenbruststreifen. Ja, dürfen wir dieses Mal sehen, wie es so die wird? Ja. Sehr schön. Jo, genau, einfach was Einfaches. Einfaches, Leckeres. Kartoffeln stehen schon auf dem Herd, die tun wir dieses Mal vorkochen, damit es nicht ganz so lange dauert. Jo. Ja. Also, Attacke. In der kleinen, aber feinen Küche geht es dann weiter. So, meine Lieben, die kleine, aber feine Übersicht. Wir haben hier einmal ein Schmand, ein Creme Fraiche und ein bisschen Milch. Eigentlich hätte man Sahne gebraucht. Ja, irgendwie beim Einkaufen gestern alles durcheinander gegangen. Käse, Gouda und Gratin-Käse. Dann haben wir hier ein bisschen Delikatessbrühe. Die brauchen wir auch dazu, die kommt in, damit rein. Und natürlich viel Bacon. Und das war, glaube ich, schon alles, was wir brauchen. Und natürlich die Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln. Haben wir ein bisschen vorgekocht. Ja, das habe ich ja vorher schon gesagt. Die werden jetzt grob geschnitten und hier in Reihen reingeschnitten. Wenn die geschnitten sind, machen wir mit der Soße? Creme Fraiche. Ja, Bilar. Ja, weiter. So, Leute. Dann wollen wir mal hier Creme Fraiche und Schmand reindonnern. So, ich hoffe, das war nicht zu viel. Dann tun wir noch ein Schluckerl Milch hinzu. Ja, doch, sollte ausreichen. Und das schütten wir dann einfach über die Kartoffelchen drüber. Und das Wichtigste natürlich hierbei, Bacon einfach drauf. Und was ist besser als Bacon? Ganz klar, noch mehr Bacon. So, und so kommt das Ganze jetzt in den Backofen bei 160, 180 Grad Spatz. Was machen wir? 175. Ja, dann hauen wir es bei 175 Grad im Backofen. Wie lang kann ich noch nicht sagen, das sehen wir nachher. So, drin ist es und nein, den haben wir nicht vergessen. Der kommt erst später drauf. So, jetzt würzen wir die Innenfiletstücke mit Knoblauch, Granulat. Ein bisschen Pfeffer. Paprika edelsüß. Bisschen Salz. Und von McAllister das Gyros-Gewürz. Und tun es jetzt schön mischen.
Das war's. Mehr mache ich nicht rein. Und das wird gleich in der Pfanne schön angebraten. So, dann halte ich mal wieder die Cam. So eine Dreiviertelstunde in etwa müsste es jetzt drinnen gewesen sein. Und es sieht doch schon ganz gut aus. Und dann kommt jetzt erst einmal der Käse drüber. Schütten doch einfach drauf und verteilen. Man kann es auch liebevoll machen, mein Schatz. Dann ist nämlich alles auf einem Platz und das ist ja auch nicht schön. Reicht der Käse oder wollen wir den anderen auch noch drauf tun? Ich glaube, der reicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Definitiv. Der reicht. Ja, und dann jetzt noch Käse knusprig werden lassen und dann geht's weiter. Mit dem Probiererle. Sollen wir die noch filmen? Die haben wir letztens schon mal gefilmt. Ja, also Hähnchenteile anbraten ist keine Kunst. Wir warten, bis das Essen komplett fertig ist. So, Freunde, Hähnchen habe ich schon drauf auf dem Teller. Jetzt brauche ich noch Besteck für die Kartoffeln. Hauen wir uns einfach hier so eine Ecke raus. So. Tja. Und dann heißt Probiererle. So, ich habe die Cam noch gar nicht hochgestellt. Da hauen wir uns was von den Kartoffeln rein. Die sind mal richtig lecker, würde ich sagen. Genauso wie das Hähnchen. Richtig geil. Und wie schmecken dir die Kartoffeln? Gut. Gut? Gut. Leute, wir sehen uns aber nachher noch zum Fazit. Ich esse jetzt erst einmal in Ruhe. Hey ho, meine Lieben. Wir sprechen jetzt noch das Fazit von einem älteren Video, was wir total vergessen haben. Weißt du noch, was es war? Hähnchenstreifen und Kartoffelgratin. Kannst du dich daran noch erinnern? Oder ist es schon so lange her? Nein, es ist sehr lange her. Ja, an dem Abend hat es mir noch so zusammengewürfelt mit Grippe, wobei wir nicht wissen, ob das nicht auch Corona war. Eine Variante. Aber egal, ich weiß es noch, das Kartoffelgratin war sehr lecker. Es war durch das Vorkochen und die Hähnchenstreifen, wo Manu dann auch vor der Cam gewürzt hat. Ah, ja, jetzt fällt es mir wieder. Ja, war sehr lecker. Also es war ein sehr, sehr leckeres Essen. Ja, das stimmt. Jo, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn das... Fazit jetzt etwas spät kam dazu, aber ihr seht es ja sowieso an einem Stück, von daher ist es ja relativ wurscht. In dem Sinne, danke fürs Zugucken und wir sehen uns das nächste Mal und das Fazit sprechen wir jetzt dann nachher gleich im Anschluss. Genau, aber ihr müsst noch drauf warten, bis das Video kommt. Tschaikowski, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid.